Hallo, ich wollte euch heute mal zeigen, wie ihr an einem Swift-Rennen oder Event teilnehmen könnt. Ihr habt bei mir sicherlich schon mal gesehen, dass ich ein oder andere Mal an so einem Rennen teilnehme. Und das ist tatsächlich das, was mich zu Swift gebracht hat. Es gibt zwei Wege. Einmal guckt euch an swift.com Events, das sind die offiziellen Events. Ihr seht, wann die starten und ihr seht, welche Klassen da sind: A, B, C, A, B, C und so weiter. Dazu sage ich gleich nochmal was. Und hier seht ihr dann quasi Details dazu, eine Beschreibung des Rennens, welche Gruppen zugelassen sind, welcher Kurs gefahren wird. Alternativ dazu, was ich immer mache, ist, ich gehe auf swiftpower.com. Da sind die Rennen aufgelistet, heute, morgen und so weiter und so fort. Dann ist es ganz, und die Rennzeit, ist es ganz, ganz wichtig, die richtige Zeitzone einzustellen, weil das ist ja eine internationale Plattform und Leute fahren hier aus Australien, Japan und Kanada, zum Beispiel in Brasilien, Argentinien, und die wohnen natürlich alle in unterschiedlichen Zeitzonen. Und dann muss man sich halt mal angucken, was ist in meiner Zeitzone gerade für ein Event und wo möchte ich da gerne mitfahren und wo kann ich mitfahren, A, B oder C. Zum Beispiel E ist Everybody, zum Beispiel da darf jeder mitfahren. Dann muss ich mal angucken, worum es geht. Hier gibt es ein Rennen, hier gibt es verschiedene Regeln. Dazu noch mal im anderen Video mehr, welche Regeln darf man zum Beispiel keine Zeitfahrräder verwenden. In den KISS-Rennen, die ich fahre, da darf man alles verwenden und darf auch Power-Ups verwenden. Hier sieht man, wie viele mit dabei sind. Hier sieht man, das ist ein 3-Runden-Kurs, 3-Runden-Kurs, Watopia, flach, ja, 30 Kilometer. Und 75 Leute haben sich quasi schon eingeschrieben, nein, das ist falsch, haben sich schon eingeschrieben tatsächlich, oder haben das Rennen bereits beendet, weil dieses Rennen schon beendet. Wenn man dann darauf geht, auf das Rennen, sieht man dann die Rennergebnisse, mit den Ergebnissen, wie viel gewonnen hat. Das noch unkategorisiert bei einem anderen Rennen, zum Beispiel, wer weiß, welche Kategorie es ist, sieht man quasi, wer gewonnen hat. Man sieht die Zeit, man sieht den Rückstand, man sieht die Watt Kilogramm und man sieht dann hier quasi, wie die Höchstwerte. Das ist aber erst alles wichtig, wenn ihr bereits gefahren seid. Ich zeige euch mal, wie ihr, wenn ihr jetzt hier auf eurer, wie ihr, wenn ihr auf der großen Übersichtsseite euer Rennen gefunden habt, wie ihr dann innerhalb von Swift auf das Rennen kommt. Das jetzt ein bisschen später. Also hier ist ein Rennen, da möchte ich gerne mitfahren. So, jetzt bin ich in Swift und bevor ich mitmache, bevor das Rennen losgeht, sieht es gerade in einer Minute los, sage ich, hier ist das Rennen, an dem ich mitmachen möchte. B, ich möchte da gerne mitmachen. Ja, und dann starte ich. Dann kriege ich hier eine halbe Stunde vorher eingeblendet, wann es losgeht. Hier wird automatisch innerhalb der letzten 2 Minuten gesagt, möchtest du gerne mitmachen? Ich sage jetzt mal nein, um euch zu zeigen, wie man aktiv daran teilnimmt. Das heißt, oh, Event geht los in 1,5 Minuten, dann nehme ich mal daran teil. Zack, dann bekommt man automatisch, oh, da ist schon alles voll. Hier fährt man dann auf so einer virtuellen Rolle, also quasi auf der Rolle, in der Rolle, ja, also es, in der Rolle, auf der Rolle, in der Welt, so ein bisschen Inception-mäßig. Ein bisschen komisch. Ich bin übrigens jetzt hier falsch drin, weil ich bin in der falschen Leistungsklasse. Das zeige ich euch nachher mal, wie es abgeht. Ich werde sowieso jetzt hier stehen bleiben, weil ich jetzt hier kein Wattmesser gekoppelt habe. Aber was ich euch zeigen will, ist, so sieht das quasi aus. Die Jungs fahren sich hier auf der Rolle warm. Da gibt es den Chat, der läuft. Und in 50 Sekunden geht das Ganze los. Ein Tipp noch für die Rennen, die ich fahre, die KISS-Rennen. Das geht da zumindest da, wo ich denke, es ist überall so. Da geht das sehr, sehr schnell los. Das heißt, da muss man sich schon ein paar Watt pro Kilogramm reinziehen auf den ersten paar Metern. So man dann nicht abgehängt werden möchte, aber trotzdem hat man dazu zwei Spaß. Der Tipp ist allerdings, zu Anfang mal die ersten 2, 3 Minuten Gas geben und dann ein bisschen lockerer bleiben. Ja? Ein bisschen easy bleiben und nicht so viel Gas geben, weil diese Rennen sind meistens noch sehr lang. Wir lassen mal den 15 Sekunden Countdown hier nochmal runterlaufen. Und dann zeige ich euch mal so einen Start, dann geht man auf so einem Event, auf so einem, hier sieht man quasi sehr schön die Leute, die auf dem Pier stehen in Watopia, ja, von oben nochmal. Ja, dieser, jetzt geht's los. Los geht's. Machen wir mal einen von den Herren. So, hier geht's los. Die fahren aber relativ locker los, die Jungs hier, weil jetzt ist halt auch mit einem B-Rennen, wo es 2,5 bis 3 Watt pro Kilogramm ist, easy Warm-up. So.
Auf geht's. Ja. Wie schon erwähnt, soll ich nochmal kurz was zu den verschiedenen Kategorien sagen. Also A, B, C, dann gibt es noch D und E für alle. Jeder ist eingeladen. Das gibt es hier der FTP-Wert, das heißt der Functional Threshold Power. Der 4 Watt pro Kilogramm ist die Abfüllwatt ist, Watt ist A, dann 3,2 bis 390 B, 3,1 oder höher ist dann quasi C und ich glaube darunter bis 2 Watt pro Kilogramm ist dann die B-Kategorie. Tipp ist, schätzt euch beim ersten Rennen, wo ihr fahrt, vielleicht ein bisschen schwächer ein, als ihr tatsächlich seid oder als ihr glaubt, wenn ihr es noch nicht wisst, wenn ihr FTP nicht wisst. Wenn ihr ihn wisst, dann tragt ihr euch da genau ein, das haut ziemlich gut hin. Wenn ihr zu niedrig wart, werdet ihr eh dann im Ergebnis dann auf Swift Power hochgestuft. Wichtig noch, was ich euch sagen wollte, ist, ihr müsst tatsächlich innerhalb des Rennens, also beim Kiesrennen ist es so, müsst ihr quasi hier den Namen und dann den Rennnamen, also Kies oder World Bicycle Relief und dann hier die Kategorie eintragen, entweder B, C, B, ja, oder W, glaube ich, für die Women, für die weiblichen Mitarbeiter, Mitfahrerin. Ich mache das A hier und dann so müsstet ihr auch das Rennen speichern unter dem Namen quasi, ja. Also das wäre jetzt hier zum Beispiel, wenn es ein Kissen wäre, so ist A. In der Regel sind die schon so benannt und ihr müsst einfach nur noch auf Save und Exit klicken. Ja, und dann war es das. Wie gesagt, nach eurem Rennen, es gibt ein Leaderboard da im Rennen, aber dann auf Swift Power gehen, auf euer Rennen gehen, wo ihr dann wart. Und wenn ihr euren Account verknüpft habt, das zeige ich euch dann auch nochmal, wie das funktioniert, taucht ihr dann hier auf. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Falls ihr noch Fragen habt, wahrscheinlich kommen noch Fragen zu dem Verknüpfen des Accounts. Und wie man auf swiftpower.com sich registriert, das ist eigentlich relativ selbsterklärend, einfach unten reinschreiben. Und ich sehe euch dann beim nächsten Rennen. Viel Spaß, viel Typ 2 Spaß während des Rennens. Ride on!